Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt erstmal Richtung Dorf Redcliff zurück. Mal sehen, was wir da so erfinden. Oder auffinden, sagen wir es mal so. Erfinden. Naja, wir sind keine Tüftler. Das mit dem Tüfteln kommt bestimmt noch. Spätestens, wenn wir die Stäbe und so weiter machen müssen. Oder die Waffen grundsätzlich, Rüstung und bla. Mal gucken, was wir da hinten jetzt zu erwarten haben. Ich habe mich da ja vor ein bisschen gedrückt in der letzten Folge. Ich halte noch hier den Rest der Kunden. Aber ich ist einfach nur ein Soldat. Und ein großes Lager. Oder ein Lagerplatz, mir nicht. Sonst ist hier auch nichts weiter. Na gut, dann gucken wir mal kurz. Namenssoldat. Das Dorf ist abgeriegelt. Es gab schon zu viele Kämpfe zwischen den Templern und Magiern. Wir brauchen hier nicht noch mehr Ärger. Wir gehören weder zu den Templern noch zu den Magiern. Wir sind Emissäre der Inquisition. Ein Kunari? Ja, natürlich. Und ich bin die Königin von Antiva. Wenn ihr zur Inquisition gehört, beweist es. Bis dahin bleiben die Tore geschlossen. Wir sind nicht hier, um Ärger zu machen. Dann könnt ihr ja wieder gehen. Das ist der einfachste Weg, keinen Ärger zu machen, meint ihr nicht auch? Die Tore bleiben so lange geschlossen, bis ich anderslautende Befehle erhalte. Und jetzt geht eures Weges. In Ordnung, wir werden gehen. Andraste beschütze euch, Reisender. Wenigstens war sie nett. Wenigstens war sie nett. Aber gut, das heißt, wir kommen da gar nicht erst rein in Richtung Dorf Redcliff. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, denn müssen wir halt von hier aus weitergehen. Weil hier kommen wir ja dann gar nicht hin. Den Brief abgeben. Das Okular, da erreichen wir ja auch nicht. Das Astronium, das müsste ja auch irgendwo hier hinten sein. Da haben wir noch die Kontrolle über die Hinterländer. Das heißt, ich reise jetzt erstmal... Oder kann ich hier auch zum Vorreisen? Nee, zum Vor kann ich nicht reisen. Dann reisen wir hier einmal kurz runter. Dann sparen wir uns eine Menge Fußweg. Und dann gucken wir mal, dass wir die Templer auffinden. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Schild. Der vielleicht gut passt oder so. Das wäre doch vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe nur, dass ich hier irgendwo runterrutschen kann. Gehen wir hier erstmal... Oh. Na, wenn ich es schon sehe, dann muss es mitgenommen werden. Blue Lotus. Gehen wir hier einfach runter? So, auch richtig hier runter zu gehen. Na ja, 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 ja. Können wir hier mal kurz Rutschpartie machen? Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Oh, Elfenwurzel. Ne, das wird doch mal kurz mitgenommen. Und jetzt haben wir auch da vorne wieder neue Gegner. Templer sind bis jetzt am schwersten, weil die fressen halt auch ordentlich Magie. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Mana-Regeneration jetzt langsam. Okay. Nur kurze Zeit angehalten. Ich mag die Templer-Verteidigung überhaupt nicht. Mensch, jetzt so oft da zu blocken. Er benutzt halt auch sein Schild als sonst was. So, aber jetzt, komm schon. Jawohl. Alter, die halten echt mal viel aus. Ist der Wahnsinn. Ist ja echt der Wahnsinn. So, jetzt machen wir aber erstmal folgendes. Ich aktiviere erstmal die Quest hier. Weil hier sollen wir irgendwo die Templer im Ganzen finden können. Oh, hier gibt es was zu lesen. Na denn, Templerlager. Wir müssen bereit sein, nicht nur die Magier zu bekämpfen, sondern auch ihre Sympathisanten. Verwirren, denn die Magier nicht nur mit Blutmagie den Geist der Ahnungslosen? Sind denn nicht die meisten nur Schafe,
die jeden folgen, der genügend Autorität ausstrahlt. Die Leute müssen vor den Magiern beschützt werden. Und das ist unser Recht und unsere Pflicht. Aber was mit jenen, die mit Lyrium versorgt, die ihnen Unterkunft und Speisung geben, die ihre Aufgaben vernachlässigen, uns bei unserem Kampf zu unterstützen? Das sind Sympathisanten, die mit Dämonen das Bett geteilt haben und nur Abscheulichkeiten hervorbringen können. Und als solche müssen sie auch getötet werden. Wir führen unseren Krieg von unserem Lager an der Weststraße aus und wir werden nicht eher ruhen, bis diese Welt gesäubert ist. Ein Brief in klarer und gebildeter Handschrift. Also ganz ehrlich, die Templer haben sie doch nicht mehr alle. Gut, die Magier sind momentan auch nicht besser, ja, das will ich ja jetzt nicht bestreiten und so. Oh Mann. So, erwischt. Oh, der war gut. Ja, komm schon. Der blockt mich halt weg, weil er die ganze Zeit auf derselben Seite steht. Gut, mach erstmal die da hinten weg. So, den nächsten. Schön in Panik versetzen. Na, komm schon. Und du kriegst auch nochmal deinen Speck weg. Gut, 4 Items können wir uns holen. Dann hier haben wir nochmal Lammwolle. Okay, da sehe ich auch nochmal Elfenwurz. Das gute alte Elfenwurz. Hier lag noch irgendwo was. Hier. Ganz schön unter dem Baum versteckt hier. Und da haben wir auch nochmal was an der Wand. Das ist nochmal Eisen. Das nehmen wir uns mit. Und hier können wir nochmal was beanspruchen. So wie es ausschaut. Dann beanspruchen wir erstmal die Brücke. Diese Brücke wurde vor kurzem vermutlich bei einem Kampf zwischen abtrünnigen Magiern und Templern zerstört. Ja, dann müssen wir halt außen rum. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wahnsinn, was die aushalten. Immer noch. Da möchte ich jetzt so Teleportmagier sein, am besten. Ah, da kommt gleich nochmal einer direkt auf uns zu. Ja, ja, drehen wir mal den Rücken zu. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Rücken zudrehen und so, ne? Das hat doch gut geklappt. Kannst es hier schon mal nicht mehr abblocken. So, hier haben wir noch eine große Truhe. Hm. Okay, ausbalancierter Doppelgriff. Ja, sonst ist hier nichts weiter. Jetzt aber die Frage. Da vorne ist einmal eine Quest. Und hier müssen irgendwo das Lager sein. Also wäre ich ein Templer, ein Templerlager entdeckt, dann würde ich das hier hinten machen. Ja, okay. Da sehe ich auch schon die Balisaden. Die Templer haben dort vorne einen Stützpunkt errichtet. Na, dann wollen wir uns doch mal vorstellig machen. Okay. Tötet den Krieger. Na gut, dann töte mal den Krieger. So, erstmal nochmal blitzen. Na, aber. Wir sind hier auf YouTube. Da sagt man das A-Wort nicht. Das geht doch nicht. So, irgendwo ist da hinten noch einer. Aber wenn ich schon plündern kann, dann tue ich es auch natürlich. Hm. Tempel Ritter. Na, wenigstens halbwegs erwischt. Kommt da nicht ganz hoch. So, und jetzt nochmal schön reinblitzen. Ja, die sind kein Thema.
Die passen eigentlich auch. Gut, plündern wir erstmal. Dekorativer Stein, ne? Einmal hergeben hier. Wenigstens nochmal ein bisschen Gold. Warum zieht er immer seine Waffe? Ist hin. Da hinten ist noch ein Gegner. Ich sehe ihn, aber. Du möchtest halt weiterkämpfen, mein werter Kundari-Freund, wa? So, Söldnerharnisch, lang durch das Rekruten. Bis jetzt noch nichts Anständiges hier. Ach, da ist er. Der Letzte. Na komm. Es tut schon weh, wenn die ganzen Dinger auf einen einprasseln. Damit sollte der Königsweg wieder sicherer für die Flüchtlinge sein. Das stimmt. So, und die süßlichen Finger. Okay. Einzigartiges Schwert. Nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Hier gucken wir auch nochmal kurz rein. Ja, aber sonst nichts weiter. Und hier hinten haben wir auch noch eine fette Truhe. Die Truhen sehen eigentlich richtig fett aus, aber irgendwie so der Loot, der da momentan drin ist, der ist jetzt nicht so krass. Aber gut, gucken wir mal. Wir haben ja jetzt die... Oh, die Finger sind ein Schaden deutlich besser. Machen 1% weniger Angriff, aber Bonus auf kritischen Schaden, Bonus auf Stärke und Trennung bei Treffer. Hat sogar noch ein leeres Runenfeld. Das heißt, du hast jetzt erstmal ein schön neues Schwert, ne? Das dürfte doch passen. So, haben wir hier sonst noch was? Nein. Da hinten müssten wir sowieso nochmal rüber. Das heißt, ich mach mal... Hoppala. Nein. Pfui. Hör auf, die Dinger immer hinzusetzen. So, ich kann das gar nicht markieren. Ne, es ist ja schlecht. Mehr schlecht als recht. Müssen wir so finden. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit auf die Markierung verlassen. Wir können ja eigentlich über die Brücke rüber, ne? Also dementsprechend über den Fluss rüber springen und so. Müsste ja nicht... Also der sieht jetzt nicht so tief aus, dass ich da gleich untergehe drin. Das heißt, das dürfte doch eigentlich gut passen. Aber wir könnten hier auch, glaube ich, selber hier rüber springen, oder? Ja. Wir können die kaputte Brücke trotzdem noch benutzen. Oh. Dann plündern wir hier erstmal. Und ein Brief. Brief gefunden bei einer Leiche. Bring's zurück. Bring's zurück. Bring's zurück. Träume hören erst auf, wenn du zur Festung im Westen zurückbringst. Sie hören nie auf. Du wachst schreiend auf und findest in deiner Hand selbst im Schlaf geschriebene Zeilen. Bring's zurück. Okay. Bring den gestohlenen Schatz zur Festung im Westen zurück. Nee, das ist Meister der Pferde. Aber welchen Schatz? Hä? Wo meint er das denn jetzt hier? Meint er jetzt Fort Connor? Ah, nee, er meint es da unten. So, nee. Da gehen wir erstmal hier hin. Aktivieren. Das können wir später immer noch machen. Den Schatz zurückbringen. Och, gleich die nächste Quest hier am Wegesrand. Gibt genug zu tun hier. Finde ich aber gut gemacht, dass wenigstens die Questen gut angezeigt werden. Hier haben wir nochmal was zum Lesen. Brief gefunden bei einem toten Zwerg. Mir ist egal, wie viele Dämonen und Abtrünnige sich in diesem Gebiet aufhalten. Das Paket ging irgendwo am Fluss nördlich dieser Höfe verloren. Folgt dem Fluss und findet es, sonst finden wir euch. Okay. Was meinen die jetzt mit Paket? Ach, nicht zugestellt, das ist irgendwo da hinten. Ja, auch das werden wir hoffentlich finden.
Bist du böse? Du bist böse, du bist ein schwarzer Wolf. Natürlich. Der große, böse, schwarze Wolf. Der aber gut was aushält. Oh, das sind ja deutlich mehr. Na, komm schon. So, genau, das tut auch weh. Das soll's auch. Kein normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Beides möglich, beides möglich. Gut, was haben wir jetzt hier oben noch? Da haben wir das Ast... Na, ich glaube, das wäre ein bisschen näher. Das ist wieder so ein Sternbild. Kommen wir hier irgendwie hoch? Von hier aus schon mal nicht. Ich denke mal, das wird da oben irgendwo stehen. Na, gucken wir mal. Das Gebiet dort vorne ist gut gesichert. Seid auf alles gefasst. Okay, gesetzloser Vollstrecker. Na, dann wollen wir mal. Warum haut er denn ab? Hat er keine Lust mit mir zu spielen, ja? So, noch mal ein Stück ran da. Wunderbar. Und nächsten da hinten. Alle erwischt. Okay. Dann wollen wir mal. Aber hier scheint nichts. Ja, Granat. Das wäre jetzt eine schöne große Streitaxt. Aber sonst ist hier nichts weiter. Hm. Gut, kommen wir hier wenigstens hoch. Sieht hier irgendwie aus, als wenn ich hier irgendwo hochlaufen müsste. Ah, hier. Oder? Nee. Denn ist gerade irgendwann weggelaufen. Da muss ich hier hoch? Oh, nicht schon wieder, dass es so offensichtlich ist, dass ich da nicht hinkomme. Oder was? Ich würde gerne da irgendwie hingehen. Aber ich glaube, ich bin schon wieder megamäßig falsch. Okay, ich sollte nicht überall rumschlittern. Aber wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Na, sehe ich den Weg von oben und denke mir so, oh, bist du doof. Das muss ja hier irgendwo. Komm ich hier hinten durch? Nee, oder? Doch. Wow. Aber das ist gar nicht hier unten, das ist da vollkommen oben. Okay, ich habe den falschen Vorsprung im Kopf. Ich dachte, das ist hier gleich ums Eck. Ah, okay. Na komm, einmal hoch da. Oh. Lyrium-Pirscher? Wo kommt ihr denn jetzt her? Was macht ihr denn hier? Anpirschen, ja? Na gut, dann nehmen wir uns erstmal das alles mit hier. Der Eis da hinten komme ich erst hin, wenn ich ganz weit außen rumlatsch, denke ich mal. Weil das müsste ja dann hier irgendwo oben auf dem Berg sein. Das heißt, wir könnten eigentlich gucken. Nee, komm, nimm mal erstmal das Lager jetzt in die Richtung hier. Bevor wir jetzt da hinten das nehmen. Das sind ja jetzt die letzten zwei Lager, die uns jetzt hier auch noch fehlen. Und hier müsste eigentlich auch das mit dem Stall sein, oder? Höfe von Radcliffe. Wo wir die besten Pferde für die Inquisition bekommen könnten, oder? Ist das hier? Gehen wir erstmal hier rein. Ich
kann ein weiteres elfisches Artefakt spüren. Ja, das ist ja auch gut, dass du das spüren kannst. Ausgezeichnet. Die Schutzzauber sind wieder in Kraft. Passt das doch. Nehmen wir uns ja auch gleich alles mit. Und da oben ist schon wieder irgendwo ein Totenschädel. Oh, es gibt hier so viel, weil wir noch sehen wollen. Gehen wir erstmal zum Glitzerschädel da. Da machen wir wenigstens den Glitzerschädel. Ich wollte gerade sagen, komme ich hier nicht hoch? So, dann wollen wir mal gucken hier. Nummer 1. Oh, 5 Stück gibt es hier gleich. Nummer 2. Nee. Ah, Nummer 3. Ich sehe die anderen nicht. Mich ist so eine Suchfunk. Ah, da hinten, Nummer 4. Ah, und da Nummer 5. Wunderbar. Haben wir schon mal alle gefunden. Jetzt die Frage, ihr seid hoffentlich gut und ignoriert mich. Ich nehme an, das ist dann wohl Meister Dennett. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Okay, mehr sagt sie nicht. Wenn du mir noch sagst, wo dein Vater ist, dann wäre das cool. Dann würden wir auch mit ihm sprechen. Ah, hier ist Totenstille, so mehrere Höfe. Und total Totenstille. So, dann nehmen wir uns erstmal mit. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Scherben nachher machen müssen. Und hier müssen wir doch mal kurz unseren Schurken ranlassen. Erforderlich geschickte Hände oder... Okay. Aber ich habe doch im Skillbaum nichts dergleichen gesehen, oder? Nee, halt. P war das. So, Verhalten, Attribute. War das hier mit drunter? Unfairer Kampf. Hinterhältig? Nee. Oder war das hier bei Täuschung mit drunter? Leicht zu übersehen? Na, das sind aber alles nur Kampffähigkeit. Gnadenstoß, Hinterhalt. Das heißt, ich brauche ein Item, um das aufzukriegen mit ihm? Oder wie? Glaube schon. Ja, schade, dann komme ich da so nicht rein. Ich hoffe, das bleibt mir als abgeschlossenes Ding angezeigt. Dass wir da später nochmal zurückkommen. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Ja, oh. Der Typ hat echt eine super geile Nase. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich hab gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Passt auf euch auf, Inquisition. Da draußen ist es übel. So, was haben wir denn hier? Die Getränke von Tedas. Begierde 869, gesegnetes Zeitalter. Ein orsilianischer Likör für alle Wagemutigen oder jene, die so wirken wollen. Er verstärkt angeblich die Empfindungen. Am Boden der Flasche findet sich ein Pfirsichkern mit erotischen Schnitzereien. Die Darstellungen sind schlicht, aber der Abfüller versichert, dass der Vorgang des Schnitzens absolut skandalös war. Okay. Dennett. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imen 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht.
Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser in ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gern. Was? Ich hab nichts gegen die Kunari. Ich weiß zwar nicht, wie ihr reiten könnt, während eure Füße am Boden schleifen, aber das ist ein Problem zwischen euch und eurem Pferd. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger fereldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele neue Questen. Und wir kriegen jetzt ein Pferd. Ne, hört sich doch cool an. Bin mal echt gespannt, wie wir denn auf dem Pferd aussehen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 1 von Warwick Tedas. Es heißt, Geld schaffe nie. Doch wer je um Mitternacht auf der Oberstadtmarkt auf Patrouille war, würde dem wohl widersprechen. Die Taschendiebe und Trickbetrüger machen sich in der Abenddämmerung auf den Weg in die Tavernen. Die zwergischen Geschäftsleute und Adligen kehren in ihre winzigen Paläste zurück, um sich darüber zu beklagen, wie sehr sie betrogen wurden. Und Stille senkt sich über den Markt. Donnen Brenn Benno Warwick, oh Gott, hätte sich in jeden Winkel des Markts mit geschlossenen Augen zurechtgefunden. 20 Jahre auf Patrouille hatten sich ihm so eingebrannt, dass er sogar in seinen Träumen seine Runde drehte. Bei Yevelin, dem neuen Rekruten, sah das anders aus. Das Klirren von Stahl, der Stein auftraf, verriet Donen, dass der Kleine wieder mal gegen eine Säule gerannt war. Seine neue Rüstung würde beim Sonnenaufgang voller Dellen sein. Fackeln würden das Ganze deutlich erleichtern. Die Geräusche, die Javelin machte, als er mühevoll versuchte, wieder aufzustehen, klangen wie der umgestürzte Wagen eines Kesselflickers. Fackeln machen euch nachtblind, ihr gewöhnt euch schon dran. Donnen überquerte den Platz, um den Jungen wieder auf die Beine zu helfen, als eine leichte Brise die Banner und Wimpel flattern ließ und einen alten, vertrauten Geruch zu ihm trug. Abrupt blieb Donnen stehen, hier stimmt etwas nicht. Seine Stimme war gedämpft, während sein Blick wanderte durch die Dunkelheit, bis hin zu dem zwergischen Geschoss direkt über ihn. Kommt mit und stellt euch auf Schwierigkeiten ein. Die beiden Wachen stiegen die dunkle Treppe hinauf und fanden dort, inmitten einer tiefschwarzen Lache, die Leiche mit Gold besetzter Stanit schimmerte durch das Blut. Holt den Hauptmann, seufzte Donnen. Wir haben hier einen toten Magistrat. Ne, Warwick, du bist aber echt ein guter Geschichtenschreiber. So, Banner der freien Marschen. Okay. Jo, haben wir noch einen Banner der freien Marschen gekriegt? Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Schön, nö, euch zu sehen, Inquisition. Ja, aber die Inquisition macht jetzt hier erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.